Neuer Tag, neues Video. Willkommen zurück zu einem neuen Daily Vlog. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und freue mich, dass du hergefunden hast. Ich möchte heute auf ein Video reagieren, denn als der erste Teil davon rauskam, bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Und deswegen kommt heute der zweite Teil. Es ist circa um 11 und in einer Stunde kommt von Julian Bam Märchen in Asozial Teil 2 raus. Und den möchte ich mir gemeinsam mit euch anschauen. Übrigens, was ich nochmal erwähnen wollte, falls es noch nicht alle gesehen haben, auf diesem Channel gibt es gerade eine coole Verlosung. Ich verlinke euch das mal hier oder hier. Wie gesagt, ich zeige eh immer die falsche Seite. Deswegen, wer da noch nicht teilgenommen hat, kann es noch bis Mittwoch tun. Mittwoch wird dann ausgelost und mit ein bisschen Glück, die Chancen stehen noch gut, gewinnt ihr. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Viel Spaß. Es geht los. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, Moment. Okay, ich bin hier. Das brauche ich. Hier habe ich meinen Laptop. Und hier werde ich euch das Video einblenden. Warte, dieses Video geht 11 Minuten? Krass. Okay, auf geht's. Eine Kassette. Märchen-Mixtape. Märchen-Mixtape Teil 2. Es war einmal ein großer, böser Wolf, der einen Fresskick nach dem anderen schob. Nachdem er all sein Börek weggesnackt hatte, bekam er tierisch Bock auf Ziege. Plötzlich vernahm er den Laut einer Ziegenmutter, der ihn hart positiv triggerte. Meine sieben Geißlein allein zu Hause, meh, meh, meh. Sieben kleine Zieglein leicht verdaut, le, le, le. Mutter. Du bist nicht unsere Mama. Doch, Mann. Unsere Mutter klingt viel mehr nach Autotune. Unsere Mutter klingt viel mehr nach Auto. Hier ist die Mama, 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 jemand zu Haus? Ja. Hier ist die Mama, Mama, mach mal bitte auf. Ja. Hier ist die Mama, Mama, kommt die jetzt mal raus? Ja. So, so durch Mama. Ich bin so aufgeregt übrigens, ne? Mama, Mama, eine aufs Maul. Oh shit, aber Mama trägt doch niemals nicht Supreme. Hä? Und Mama raucht doch niemals Cheers and Feet. Check. Man macht automatisch hier diesen mit. Okay, bis gleich. Bruder, was sind die so smart? Aber ich hab noch was anderes im Petto, wa? Warum lassen wir Mama nicht rein? Boah, ey, du bist so ein Opfer, Lars. Hier ist der Bo-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 
plötzlich zum Königsschloss aufmachte, um die Prinzessin bei ihrem Vater zu verpetzen und sein Recht einzufordern. Ist ja voll in der Story erzählt. Und so sprach der Frosch zum König. Walla Habibi, Oberkönig, was geht da mit ihrem Töchterchen? Tja, gib keine Antwort, dabei wollte ich neue Höschen sehen. Ne rappende Katze, sowas hab ich noch nie gesehen. Ich bin ein Frosch. Was, sowas wird auf TikTok mies abgehen? Walla Habibi, sie hat mir einen Kurs versprochen. Welche denn? Ich hab viele auf vielen Epochen. Also, da gibt's Jacqueline, die natürlich... Herrlich! Das ist so kreativ. Vor allem, die Sache ist die, ich weiß, wie Videoschnitt geht und wie fucking aufwendig das ist. Oh mein Gott. Ich bin ein fucking Frosch. Boah, kann sogar reden. Die Katze kann reden. Sie war blond, blaue Augen, lila Kleid. Meinst du? Jacqueline, Gina, Jenny, Ann-Kathrin, Sally, Nadine, Mandy, Cindy, Kelly, Christine, Ines und Josephine. Außerdem hatte die nur einen Arm. Ah, dann ist es also nicht. Jacqueline, Gina, Jenny, Ann-Kathrin. Oh yeah! Mann! Ah, das schlauste Stöchterchen. Kevin. Ihr schickt es. Kevin Karma. Sei lieb zu dieser Katze. Sie ist ein verzauberter Prinz. Oh, dann krieg ich doch Herpes. Na gut, dann hoffe ich aber, du bist ein richtig geiler Prinz. Komm her, Habibi. Ich finde das immer so genial, wie sie das R rollt. Hä? Du bist ja immer noch ein Frosch. Warum habe ich gerade Gänsehaut? Du hast Frosch geküsst. Es gibt Froschenkel. Müllers Tochter, die aufgrund der dreisten Lüge ihres Vaters die Fähigkeit zugesprochen bekam, Stroh in Gucci-Klamotten zu spinnen. Es dauerte natürlich nicht lange, bis auch der König davon erfuhr und sich diese außergewöhnliche Gabe zunutze machen wollte. Mach das mal bis morgen früh, sonst schlage ich dir darüber ab. Aber wenn du es schaffst, dann nehme ich dich zur Frau. Oder wir fahren nach Meckes. Mal gucken, wie ich drauf bin. Oder wir fahren nach Meckes. Wie geht das? Gibt es eine Betriebsanleitung oder sowas? Ich glaube, Julien wäre ein hübsches Mädchen. Wer bist du? Ich bin... Ah, du sehr clever. Aber du bist ja nie seinen Namen verlassen. Okay, schade. Dann nenne ich dich einfach... Stroh zu Gucci? Ja moin! Fake ist zwar günstig, aber am Ende du belohnst. Doch bevor ich erstmal loslege, wie sieht mir Bezahlung aus? Willst du meine AirPods haben, Bruder? Such dir halt was aus. Dein King will ich haben, du haben keine Wahl. Mein Ball kannst du haben, ist im Märchen normal. Der, wo du das Kind behalten, lässt du meinen ganzen Namen. Oh, das ist aber nett. Heute grill ich, morgen chill ich, übermorgen hol ich mir das Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Lumpelstichen heiß. Der Vater! Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Nachdem des Königs Bedürfnis nach Gratis-Gutschein befriedigt war, nahm er die Müllerstochter zu seiner Frau, die nun ernsthafte Muttergefühle in sich entdeckte und das Kind doch nicht dem bizarren Wichtel-Arschloch aus dem Stroh überlassen wollte. Alles klar, jetzt kenne ich deinen Namen. Du kennst schon, habe? 9 Monate schon rum. Ja, es heißt Börek, sehr lieb, noch ein bisschen dumm. Sehr schöner Name, aber sehr hässlich Kind. Doch ich werd's mitnehmen und deshalb hält's Wind. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Ich kenn deinen Namen, verpiss dich, du Wicht. Du heißt nicht Ling, du heißt nicht Lai. Ich weiß, dass du Lumpelstilzchen heißt. Lumpelstilzchen? Nein, mein Name Lumpelstilzchen. Lumpelstilzchen? Nein, Lumpelstilzchen. Lumpelstilzchen, verstehst du nicht? Lumpelstilzchen. Ah, du falsch sage. Lumpelstilzchen. Ich hab doch Lumpelstilzchen gesagt. Ich hab doch Lumpelstilzchen gesagt. Oh, du Name falsch gesagt. Ich nehme mit dein Kind. Oh, Gucci, Gucci. Komm mit. Der Jute Börek. Es war einmal ein Mädchen, das nachdem es, wie so viele Kinder im Märchenwald, ursprünglich als Zahlungsmittel diente, von einer alten Funzel in einen Turm gesperrt wurde. Eines Tages aber machte sich ein junger, stattlicher Prinz auf, um das Mädchen aus dem Turm zu befreien.
Ein junger, stattlicher Prinz. Hallo. Ich hab alles versucht. Ich hab alles versucht. Scheiße, Mann, ich war gerade am Kacken. Was denn? Rappen? Es geht wieder los. Rappen? Okay, das machen. Baby, lass dein Haar herunter, komm schon, drop mir deinen Top. Drop in deinen Top, drop in deinen. Baby, mach den Prinzen munter, hast dasselbe doch im Kopf. Dasselbe doch im Kopf, dasselbe doch im Kopf. Geh zurück zu deiner Mutter, bevor ich hier gleich noch kotz. Sieh hier gleich noch kotz, sieh hier gleich noch kotz. Sieht aus wie Pornhub-Dauernutzer, aber da läuft doch nur Schrott. Als ob du das nicht glotzt. Sascha Grill war doch echt hot. Check mal Schuhe, check mal Style, check mein Outfit. Supreme. Check mal Kette, check mein Flow, ich bin dein Traumprinz. Guter Fang. Zwei fremde Männer, als ob ich euch zu mir hochhol. Holt euch selber einen runter, ich bleib lieber solo. Check mal, hab sogar ein Cape. So wie Batman. Hab sogar ne Fee, die ist in Shape. What the? Ey, jetzt sind wir ready für ein Date. Ich halt die Sexcam. Überzeug dich, unser Booty Shake. Beim Booty Shake bleibt es mein Interesse nicht ganz liegen. Deine prallen Backen sind schon echt ziemlich ein Spreuder 7. Lass dich an mein Zöpfchen dran, wird's dir mal eben runterschieben. Aber bitte, bitte nicht so krass an meine Extensions ziehen. Ich kann gar nicht so viel sagen oder so viel dazu sagen, weil man muss so extrem zuhören, dass man alles versteht. Deswegen wird das eine recht ruhige, es ist eine recht ruhige Reaction. Geil! Hallo? Ja, hallo? Die beiden verliebten sich sofort ineinander und vollzogen den Akt der Liebe wie zwei kleine Bonobo-Affen. Wie zwei kleine Bonobo-Affen? Woher kennst du meine Eltern? Das sind meine Eltern. Und wenn sie nicht gestorben sind, freuen sie sich über jeden einzelnen Like von euch. Wie zur Hölle kommt man auf sowas? Oh, Leute. Also, man musste wieder sehr viel zuhören, aber das ist wieder echt richtig cool geworden und vor allem kreativ. Und ich bin auch wie immer jedes Mal total geflasht über diese Outfits. Ich meine, wo haben die alle her? Die haben ja alles. Oh, Leute. Also, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das fandet. War eine recht ruhige Reaction. Wie gesagt, man musste sehr viel zuhören, dass man alles versteht. Aber ich finde, wieder sehr, sehr gut gelungen. Dann bin ich heute eigentlich auch wieder durch mit dem Video. Also, lasst gerne ein Like da oder ein nettes Kommentar. Mit ein bisschen Glück wird euer Kommentar dann im nächsten Video erwähnt und ihr werdet gegrüßt. Denkt an die Verlosung. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, das ist kostenlos und würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!